Ein Blick in die Mobilität von morgen bieten die zahlreichen Konzeptcars und Studien auf dem Pariser Salon 2012. Vom futuristischen Supersportler bis hin zum serienreifen Kompaktvan ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eine der flachsten und spektakulärsten Weltpremieren ist der Peugeot Onyx, der lediglich 1,13 Meter über den Asphalt ragt. Angetrieben wird der Supersportwagen von einem Diesel- und einem Elektromotor, was gemeinsam für eine Systemleistung von 680 PS sorgt. Ebenfalls mit extrem sportlichem Anspruch, aber deutlich seriennäher als der Onyx, präsentiert sich der McLaren P1. Mithilfe der Ingenieure des erfolgreichen Formel-1-Teams haben die Briten ein Fahrzeug auf die Räder gestellt, das extremer kaum sein könnte und in dessen fließenden Linie eine faszinierende Anzahl ausgeklügelter Aerodynamiklösungen integriert ist. Spätestens beim Blick auf den Heckdiffusor wird klar, dass es hier bei Weitem nicht nur um Show geht. Der McLaren P1 soll nicht nur deutlich schneller als die beiden bisherigen Modelle MP4-12C, Coupé und Spider sein, sondern auch jedes andere straßenzugelassene Auto auf der Rennstrecke hinter sich lassen. Große sportliche Ambitionen verfolgt auch der Bentley Continental GT3, den VW überraschend beim Konzernabend vor Eröffnung der Messe präsentiert hat. Im Gegensatz zum McLaren P1 mussten die Ingenieure hier keine Rücksicht auf die Möglichkeit einer Straßenzulassung nehmen, denn dieser Bentley soll nur auf der Rennstrecke für Furore sorgen. Der riesige Heckflügel und die ausgefeilte Aerodynamik zeigen, wie ernst es Bentley ist. Bis zum ersten Rennstart wird allerdings noch etwas Zeit vergehen, denn die Entwicklung des Rennwagens hat erst vor kurzem begonnen. Deutlich alltagstauglicher präsentiert sich die Porsche Studio Panamera Sport Turismo, die einerseits einen Ausblick auf das Design der zweiten Panamera-Generation gewährt und andererseits einen weiterentwickelten Hybrid-Antriebsstrang unter dem Blech trägt. Ein V6-Kompressormotor steuert 333 PS zur Systemleistung von 416 PS bei. Den Rest liefert ein Elektromotor. Mit einem Normverbrauch von unter 3,5 Litern zeigt der Sport Turismo, dass er bei Bedarf auch die sparsame Gangart beherrscht. Futuristische Technik und scharf gezeichnetes Design bietet das Audi Crosslane Coupé, das von intelligentem Leichtbau mit Aluminium und Carbon profitiert. Unter der schicken Hülle, die als Vorschau auf ein kleines SUV unterhalb des Q3 verstanden werden darf, arbeiten ein Dreizylinder-Benziner und ein Elektromotor Hand in Hand. Gemeinsam bieten die beiden Motoren 177 PS, zeigen sich aber dennoch sparsam. Weil das Crosslane Coupé einen Großteil des EU-Zyklus rein elektrisch fahren kann, liegt der Normverbrauch bei nur 1,1 Litern auf 100 Kilometer. Ganz so sparsam dürfte der BMW Active Tourer nicht werden. Dafür ist der Münchner deutlich näher an der Serienproduktion. Mitte 2014 wird der Kompaktvan unter anderem gegen die Mercedes B-Klasse antreten und in den meisten Fällen ausschließlich die Vorderräder antreiben. Die Studie in Paris zeigt allerdings, dass der kompakte Familienfreund auch mit Allradantrieb erhältlich sein wird. Bei dem an der Seine präsentierten Hybrid treibt ein zusätzlicher Elektromotor die Hinterräder an. Mit einer völlig neuen Idee glänzt die Studio Smart 4Stars, die ebenfalls auf dem Pariser Salon zu sehen ist. In die Fahrzeugfront ist ein Beamer integriert, der zum Anzeigen von Filmen auf der nächsten Hauswand oder einer anderen geeigneten Fläche genutzt werden kann. So bekommt der Begriff Autokino eine ganz neue Bedeutung, denn mit den Smart 4Stars könnte man fast jeden Ort zum Abspielen des eigenen Lieblingsfilms nutzen und die Vorteile des smart-typisch kompakten Innenraums nutzen. Allerdings ist mit einem Einsatz des Beamers in der späteren Serienversion nicht zu rechnen, auch wenn sich das Design der nächsten Smart-Generation durchaus an der Studie orientieren soll.